Einen wunderschönen guten Morgen, 8:31 Uhr, 15. April 2021. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Trade vor und starten mit dem rechten Chart hier auf dem rechten Bildschirm und haben 15.200, ein Gap. Wir nehmen die Big Number wieder mal 15.207 zu 15.192. Das ist die erste Order, die wir jetzt mal scharf schalten. Wir blicken auf den gestrigen Tag und sehen dann hier wieder kleine Boxen. Der 23er, die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Der 24er, die ist hier unten auch in den Gewinn gelaufen. Ja, ansonsten waren die Wohler recht bescheiden. Schauen wir uns mal die Bewegung gestern generell an. Wir hatten gestern vom 13. und das ist dann hier der 14. hier der Start. 128 Punkte, das ist wieder normal. Wir hatten den Vortag 100 Punkte, davor hatten wir 86, davor hatten wir 100. Also ist es bei dem Niveau 100, sind wir gestern bei 120 schon ganz gut dabei. Schauen wir mal uns heute an, wie der Kurs sich entwickelt. Okay. Die Blue Boxen haben wir uns angeschaut. Gehen wir einmal in die Wohler Boxen rein und da vielleicht der eine oder andere, der dann einen Hedge hat. Auch den schauen wir uns einmal an. Welche Boxen ist denn heute? Wo kommen sie rein? Bei 15.191 ist dann die 90 ist dann hier schon ziemlich weit unten aktuell. Also bei 91 für die, die nachher die Box traden wollen, 91, ich zeichne das nochmal ein hier. So, rechte Maustaste und dann können wir hier die 91 mal eintragen. So. So, circa kommt die Wohler-Box dort rein. Und dann gehen wir in die Charts mal rein und starten heute mal mit Öl. Hatten wir eben schon im Club besprochen. Öl hat gestern einen kräftigen Schub nach oben gemacht. Das Signal wird erstmal jetzt bestätigt. Wie sehen die anderen Märkte aus? Fangen wir an mit Gold. Gold ist auf den Daily Chart nach wie vor seitwärts. Technologiebörse, Nasdaq hat gestern abgegeben, heute ein wenig abgegeben. Und dann gehen wir weiter runter und gehen in den Dow Jones rein. Dow Jones, auch hier sehen wir ganz oben All-Time High. Recht verhalten gestern, also eigentlich unentschieden. Und jetzt schauen wir uns Bitcoin an. Bitcoin bei 62.937 und liegt, wir sehen es hier, 64 war das High. Ethereum 2466, gestriger Schlusskurs bei 2362, also hier sehr stark angezogen. Ethereum, also die Kryptos und DAX haben wir besprochen, insofern sind wir vorbereitet. S&P haben wir vergessen, S&P. Auch hier gestern der Schlusskurs ein Tickchen tiefer, das All-Time High. Wir legen das mal rein. Hier oben ist der Deckel drauf. Erst einmal schauen wir mal, wie der DAX jetzt heute sich entwickelt. Also wir haben die Charts soweit vorbereitet. Die Wohler-Box auf der linken Seite kommt bei 91 rein. Rechts haben wir die Blue-Boxen und MTX, unsere 5-Minuten-Strategie. Wie sieht es hier aus? Wir haben eine rote Sonne.
Wir haben eine rote Sonne, brauchen eine rote Heiken-Asche-Kerze und dann liegt auch unser Gewinnziel hier. Wir haben gestern das Gewinnziel einmal Hallo gesagt, berührt, aber nicht unterschritten. Das heißt, 15.166 ist so eine leichte Unterstützungszone. Schauen wir uns das mal bei der Kijun Century Line Cross Strategie an. Dort haben wir gestern, ich hole den Indikator mal rein. Mal rein, Zeitraum anpassen auf den gestrigen Tag, den 14. So, da haben wir gestern den Trade hier angesetzt und sind hier unten rausgegangen, eigentlich ganz gut. Und dann gab es nochmal ein Short-Signal, auch hier nochmal eine Bewegung nach unten gelaufen. Also gehen schon 10 weiterhin in Beobachtung, falls wir dort einen Trade bekommen als Alternative zum DAX. Der Countdown läuft für unseren ersten Trade. Wir haben eine Big Number bei 15.200. Mal gucken, ob es jetzt einen Schwung nach unten oder nach oben geht. Ein Gap, eine Kurslücke haben wir. 11 Sekunden. Da und los geht's. 9 Uhr. Und wir sehen hier unten die Vola Box 15.1 und die obere, für die, die es interessiert, bei 5.279 auf dem rechten Bildrand, auf den rechten Bildrand oben. Auch hier können wir erstmal vielleicht, weil wir über den Daily Pivot sind, nach oben gehen. 15.279 zu 15.264. So, es ist 9:42 Uhr und wir tasten uns so langsam in die Box da oben rein. 15.264 zu 15.279. Jetzt sind die YouTuber auch mit dabei, aber wir sind noch nicht ausgeführt. Es ist 9:42 Uhr. Also unser Tageseröffnungstrade verzögert sich hier. Noch sind wir nicht im Markt. So, 9:45 Uhr und wir sind jetzt eingetaucht in die grüne Box dort links. Und wenn wir jetzt die Box verlassen, jetzt sind wir short. Blaue Linie ist unser Gewinnziel. Oh, es ist 9:49 Uhr. Wir sind short im ersten Trade. Fünfzehntausendzweihundertsechsundfünfzig. Unser Gewinnziel ist noch nicht erreicht. Oh, 9:53 Uhr. Wir sind auf dem Weg zum Gewinnziel. Ein Punkt fehlt noch. Sehr ruhig heute. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Die Trading Range heute 62 Punkte bis jetzt. So, wir sind noch mal wieder in dem Markt drinne.
So, jetzt ist der Kurs um 10:10 Uhr hier eingeschlafen. Aber das haben wir ja gut für unser Video-Tagebuch. Aber Audi Kanadisch Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Audi Kanadisch Dollar ist im Gewinn gelaufen. Tagestrade. Nö. 0,1. Die Positionsgrößen werden automatisch berechnet, Hans, ja. Uhr, seit anderthalb Stunden warten wir auf unseren ersten Box-Trade, dass der in den Gewinn läuft. Der schiebt gleich. Gleich geht's. Tack, runter. Nö. Kann sein, dass der ein anderes Risiko fährt. Andere Boxgröße nimmt. Also raus aus dem Trade hat länger gebraucht. Das war der Eröffnungstrade. Wir halten fest um 11:09 Uhr. 11:09 Uhr, das ist der erste Trade. Und nochmal dafür, dass er so lange gebraucht hat, nochmal offiziell. Sehr gut. Gut, ich verabschiede mich dann bei den YouTubern. Bis morgen, wenn ihr Lust habt. Und im Live-Trading-Raum, ja, wir versuchen mal, ob wir noch was zu fischen bekommen hier.